Moin Leute, die Lok hier. Wir spielen eine Runde Satisfactory. Also ich glaube, mit den ganzen Ventilen und so weiter und so fort hat ganz gut geklappt. Hier oben wird ein bisschen was gespeichert. Hier unten wird ein bisschen was gespeichert. Hier drüber gleicht sich das aus. Und wie ihr sehen könnt, es staut sich am Ende nichts. Ah, Speicher freeze. Und die Dinger laufen ja alle auf 100%. Ich musste natürlich die Miner noch ein bisschen Schnecken reinpacken, weil ich dann irgendwann hier Kohle ging aus, Bauxit ging aus. Ja, der fällt zwar zwischendurch mal so auf 12, 13 runter, läuft aber auch auf 100%. Der ist immer schön gefüllt, läuft auch auf 100%. Also das passt jetzt alles. Ja, also hier haben wir einen richtig schönen Kreislauf. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wenn wir das Ganze hier nochmal irgendwie erweitern, ob wir das dann in die Richtung irgendwie erweitern. Das weiß ich noch nicht genau, weil rohrtechnisch von der Höhe kommen wir ja nicht höher. Oder wir müssen dann halt irgendwie gucken, dass wir dann hinter hier rumgehen. Aber das brauchen wir ja erstmal nicht. So, der gute Quarzsand stapelt sich auch so langsam. Hier schreddern wir mittlerweile zu viel, sehe ich gerade. Nehmen wir die Verbindung mal weg. Wieso rattert das denn oben eigentlich schneller raus als unten? Weiß auch keiner, ne? Ja, auf jeden Fall als heutiges Projekt habe ich mir überlegt, dass wir uns die Kühlkörper vornehmen. Na, damit wir hinter in die Kühlsysteme rankommen und alles. Fabrikator. Hinten haben wir unsere Kupferquelle, da können wir uns auf jeden Fall noch ein paar Kupferbleche machen. Gucken wir mal eben kurz. Nee. Für Fabrikatoren haben wir genug dabei, ist okay. Das verstehe ich echt nicht, warum da mehr rausläuft. Ich glaube, das müssen wir so langsam ein bisschen drosseln, oder? Wobei. Die laufen beide auf 100%, ne? Bevor wir dahinter das Risiko eingehen, dass es voll läuft. Und das hier macht mir halt ein bisschen Sorgen, deswegen fangen wir hier jetzt an mit den Kühlkörpern. Die Frage ist halt nur, ob wir hier nachher irgendwie noch mit rüber gehen, ne? Weil im Endeffekt brauchen wir den ganzen Kram ja hinterher hier. Haben wir hier mittlerweile drin, ja, es füllt sich. Es füllt sich, es ist richtig angeschlossen, das ist immer ein schönes Gefühl, ne? Ah, nicht da runterfallen, da renne ich nämlich gerne mal runter. Und dann, ja, das ist auch geil, wenn man hier hoch rennt, schafft man es nicht zu fliegen, wenn man zu viel Bodenkontakt hat. Das ist auch, ne, dass die Masten dann zu weit auseinander stehen. So, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall das Ganze mal ein bisschen erweitern, beziehungsweise dann dementsprechend auch noch die Kupferbleche herstellen. Na, komm, geh weg, Große. Wieso habe ich eigentlich fast überall, wo ich meine Basen baue, immer so ein großes Vierer drin? Ist das so gewollt? So, wir gucken mal eben. Wir stellen hier dann her. Wo haben wir sie denn? Da. Kühlkörper, das heißt 22,5. Auch komische Zahl 45. Okay. 10, das heißt 5 Stück. 5 Stück brauchen wir 100 Barren und die können wir natürlich jetzt nicht bauen.
100 Barren, 60 machen wir. 60 ist auf jeden Fall im Moment zu viel. Das heißt also, wenn wir da jetzt nochmal irgendwie 100 zumachen, aber wir haben ja 60, geil. Das heißt, nochmal 2 sind 60. Nochmal 2 sind 120. Ich weiß halt absolut nicht, was wir da hinten. Ich glaube, da hinten brauchen wir gar nicht so viel, ne? Aber theoretisch reicht es, wenn wir das so machen und den überflüssigen Kram rausballern. Okay, das Band ist zu dicht dran. Und wie gesagt, wir machen jetzt rigoros alles mit MK5. Noch haben wir genug. Ich wette mit dir, mit euch, wenn wir die Kühlkörper herstellen, wird sich das ganz schnell ändern. Dann werde ich das wahrscheinlich bereuen. Aber hey, wir wissen ja jetzt, wie das mit dem Abwasser und was funktioniert. Dann können wir das da hinten ja nochmal erweitern. Die habe ich aber auch irgendwie doof gesetzt, ne? Das muss ich jetzt mal selber zugeben. Das muss ich ja jetzt mal selber zugeben hier. Na, keine Ahnung. Du kannst mal ein Stück weiter hier hinten hin. Das heißt Förderbahn Fusionator. Oh Quatsch, wir können ja schon vorher fusionieren, ne? Oder? Wir können auch erst die Produktion dran knallen und dann. Ach so, was haben wir denn hier? Das war ein MK4, ne? Kommen wir auch so viel MK4-Kram dabei. Bam, 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 bam. Ich würde sagen, wir lassen ein bisschen Platz, dass wir notfalls nochmal was dahin kriegen, ne? Falls wir das Ganze doch nochmal erweitern müssen. Na, kam noch einen davor. Das wird nämlich von der Seite befüllen. Kreatur ist im Weg. Ja, komm, bitte geh weg. Muss doch nicht weggehen. Das heißt, wir hatten wir denn, reicht das denn schon? Ne, was habe ich denn gesagt? Wir brauchen mindestens 5 davon, ne? Wieder grandios. Okay, von wo kam der Mast? Dann gleichen wir die Bausünde direkt wieder aus, dass wir die ein bisschen näher aneinander setzen, ne? Und alles ist schick. Ich setze jetzt einfach mal 6 hier hin. Ja, wir brauchen gleich auch irgendwie Strom von der Seite.
Hoffe mal, das passt so, wie ich mir das vorstelle. Hopp, 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 Speicherfries. Fries. Na, so langsam geht unser Kupfer, läuft es uns davon. Also ich weiß nicht, irgendwie hat man gefühlt mit dem Ding eine höhere Reichweite, ne? Wenn ich überlege, wie dicht ich mich sonst an die Dinger ranstellen muss. Das ist schon ganz nett. So, dann müssen wir das hier aus der Mitte raus fusionieren. Dann mit dem Kram hier vorne rauskommen. Und hier müssen wir das Ganze splittern. Wobei ich es noch, wie gesagt, in dem Flugmodus manchmal ein bisschen hakelig finde, den ganzen Kram zu setzen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da muss man sich noch erst so ein bisschen dran gewöhnen. Aber das wird wohl mit der Zeit. Hä? Ne, habe ich jetzt verkehrt rumgesetzt, ich Idiot. Ja, das ist das, wenn man nicht aufpasst. So, Splitter und der Orange geht nach da. Na, jetzt wollen die Dinger mich hier auch nochmal veräppeln. Und zack. Na, den habe ich hier auch schon wieder verkehrt rum gemacht dann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ne, wenn, dann machen wir es einheitlich verkehrt. Das meine ich nämlich mit diesem, dass man dann irgendwie da nochmal so ein Stück seitlich weghavert. Da muss ich mir dann angewöhnen, dass ich mich wirklich nicht bewege, sondern meine Maushand besser bewege, um das Stück nachzujustieren. Also okay, die sind schon durchgelaufen, ne? Das geht jetzt ein bisschen schneller mit den Förderbändern. Na komm. Wenn wir es jetzt schon einmal hier so haben, ne, dann machen wir es auch. Besonders schick. So, dann gehen die Dinger auf die Reise. Jetzt echt so viele MK4 Fördermaterialien noch dabei. Ich weiß nicht, das kann ich einen intelligenten Splitter bauen, dass wir das Förderband mit benutzen? Ja, ne? Kann ich, oder? Dann ist halt die Frage, ballern wir das jetzt schon direkt mit? Eigentlich haben wir ein bisschen Zeit, ne? Aber so wie das aussieht, würde ich es glaube ich doch nicht machen, weil das die Kupferbarren sich zu sehr stauen, ne? Das heißt, dann kommen unsere Dinger da nicht wirklich an, wenn wir Pech haben. Wie gesagt, die Frage ist halt, wo wir die Kühlsysteme bauen. Also eigentlich würde ich die jetzt wirklich direkt neben.
neben das andere System setzen. Also sprich da, wo wir die Aluminium-Sheets-Platten, wie auch immer, herstellen. Das Problem ist, ich muss, also wenn ich vorher in dem Flugmodus war, dann kann ich gleiten. Ansonsten kann ich nicht gleiten. Ach, hier unten haben wir schon wieder. Dann können wir uns jetzt überlegen. Förderband ist zu steil. Aha. Na dann. Na, was ruckelt denn jetzt hier gerade so? Förderband ist zu lang. Zu steil, zu lang. Immer was zu meckern. Das Förderband-Chaos hier perfekt wird, ne? So, und eigentlich haben wir doch hier auch schon schön so eine inoffizielle zweite Etage errichtet. Und dass wir dann doch hier einfach oben drauf was bauen können. Und lass mich raten. Oh ne, der Mast ist noch nicht voll. Sehr gut. Nein, der setzt also genau auf die Ecke, dass er gerade hochgeht. Sehr gut. Und gucken wir da mal. Theoretisch kriegen wir da hinten jetzt 60 raus. Es würde nicht für 3 reichen, ne? Bom, 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 bom. Na, den können wir auch darum, dann würde ich das von hier aus befüllen. Und dann können wir nachher hier oben drüber weg rausgehen. Und das heißt, wir fangen an zu bauen. Ach, hier. So. Nein, du sollst nicht da dran gehen. Und dann mal mehr Kühlkörper, ne? 7,5 ist ja Wahnsinn. Also nicht, dass wir da irgendwie noch einen Rausch erleben. Er will uns ärgern. Er will uns doch ärgern. So, das heißt, wir kommen aber dann von der Seite aus hier rein. Na, na, nicht über die Bewegung vom Fliegen, sondern über die Mausbewegung, bitte. Na.
So, diesmal haben wir direkt alles angeschlossen, damit wir auch nichts vergessen können. Machen wir direkt schön mit Wänden. Das wird zwar hier, glaube ich, alles nicht so stehen bleiben, wie es gerade steht, aber. Also habe ich wenigstens gerade einen besseren Fixpunkt, sag ich mal. Dann kriege ich da den oberen Punkt? Nee. Also kriege ich ihn. Egal, passt schon. Nicht den Lagercontainer. Band. Ach, haben wir den nochmal getroffen. Sehr gut. So, und damit würde ich sagen, produzieren wir doch jetzt schöne Kühlkörper. Wir kommen den Turbomotoren immer ein Stück näher. Wie gesagt, das hier wird zwar hinterher Kraut- und Rübenchaos, also ich glaube, bis auf da hinten das Raffineriegebilde, wo wir einigermaßen sauber angefangen haben, ist das hier, wenn ich mir das so angucke, überhaupt nicht mein Fall. Ich gucke lieber in die Richtung. Aber dann auch nur da hinten den Abschnitt. Und das hier ist auch noch so ein Ding. Naja. Ich werde mal irgendwann am Wochenende mich wirklich hinsetzen müssen und hier ein bisschen aufräumen. Ein bisschen aufräumen. Aber wie gesagt, es lohnt sich halt erst so wirklich, wenn man die MK3-Miner hat, ne? Und halt alles vollständig und komplett ausbauen kann. Alles andere dazwischen ist halt, finde ich, immer nur Gefrickel. Na, und ist dann unser nächstes Ziel, und das nächste Ziel die Kühlsysteme? Die Kühlsysteme, ne? Boah, dafür müssen wir hier Gummi herschaffen. Ja, dafür müssen wir Gummi herschaffen. Und das Ding braucht Wasser und Stickstoffgas. Das ist ja geil. Gut, jetzt Stickstoffgas haben wir da, aber ich denke, hier werden wir das Wasser nur mit einer Pumpe hochkriegen, ne? Weil das dürften, glaube ich, mehr, weil das sind ja hier. Wie hoch ist eine Wand? 2 Meter? 4 Meter? 4 Meter sind die Wände, ne? Und müsste, glaube ich, schon deutlich zu hoch sein. Jetzt haben wir den 24 Minuten. Können wir noch Mixer bauen, dass wir wenigstens vielleicht schon mal die Mixer eben setzen. Könnten wir, wenn wir da hinten noch Sachen übrig haben, ne? Gib mir Strom, ich will fliegen. Wie viel sind denn hier noch drin? Ach, massig, okay. Ja, nee, ich glaube, dann optimieren wir das Ganze doch erst nochmal, dass wir da hinten. Und vielleicht doch nochmal einen mehr hinsetzen. Und hier kriegen wir 37,5. Na komm, geh runter, 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 runter.
37,5, gut, wir produzieren genug. Der hier braucht 90 Aluminiumbarren und wir kriegen hier raus 60. Ja, das ist doch. Ach ja, genau, dafür fehlt uns noch was. Ja, das ist echt mit der Reichweite her, ist das doch viel geiler. Also theoretisch. Ist das doch Bombe so. Hier oben kann mich nichts angreifen. Ich kann unterwegs einfach was bauen und muss nicht mal an der Werkbank stehen. So ein bisschen OP, oder? Na, so. Eingang richtig setzen, bitte. Warum auch immer er da den Eingang wieder anders setzen will. Ne, die haben wir hier schon auf. MK5 meine ich laufen lassen, ne? So, dann laufen wir auch nicht Gefahr. Laufen aber irgendwie Gefahr, dass wir zu langsam irgendwie hier überall Strommasten technisch alles ausgeht, ne? Wie gesagt, alles Kraut und Rüben, ne? Aber. Ja, jetzt verpulvern wir, glaube ich, zu viel Aluminiumschrott, weil ich verstehe einfach nicht, warum der Kram hier oben deutlich schneller drüber läuft als da unten. Geht das immer? Also wird das schnellste Band oder schnellere Band immer bevorzugt? Anscheinend, wa? Oh, schon wieder 14 Coupons, auch ganz gut. Dann können wir uns so langsam auch noch die letzten Sachen alle, glaube ich, freischalten. Pium. Wie gesagt, den zu befeuern wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Das wird sich aber jetzt hier wahrscheinlich erstmal ein bisschen anstauen, eben. Ah, alles schicki. Der zweite Container ist ja na, eigentlich überflüssig. Und da kommen wir jetzt auch gut und gerne mit einem hin. Der geht da raus und der geht da raus. Das sah gerade irgendwie komisch auf dem Band aus. Die sahen gerade so kupfern aus. Aluminiumgehäuse, so. So. Achso, der braucht ja auch noch Strom, ne? Wo kriegt denn er hier seinen Strom her? Von da ganz hinten. Ne, das muss ja nicht sein, oder? Und hey Jungs, ich bin so nett und gönn euch einen eigenen Strommasten. Ist das nicht nett? Das ist doch super. So, ja, dann. Haben wir den Output erhöht?
Und dürften jetzt eigentlich verhindern, dass das hier irgendwann verläuft. Wobei wir hier immer noch deutlich mehr produzieren, ne? Obwohl ich habe den hier hinten, den habe ich ja ausgeschaltet, stimmt. Den habe ich auch noch ausgeschaltet. Okay, also ich sehe, das sind ja nur 10. Dann kommen wir da hinten mit der Produktion, denke ich mal, locker hin. Den habe ich ja schon die ganze Zeit ausgeschaltet. Das heißt, die verbrauchen 30 und die haben, glaube ich, jeder 90. 210 und wir haben 180. Ja. Müsste den eigentlich auch noch ausschalten, wa? Müssten wir den anderen eigentlich auch noch ausschalten? Wir brauchen erstmal noch eben. So ein Ding hier. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal zwischenlagern. Erstmal zwischenlagern. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ne? War es das erstmal für heute? Wir stellen unsere Kühlkörper her. Und dann ist in unserer nächsten Kette. Für den Turbomotor dann das Kühlsystem dran, ne? Da müssen wir dann irgendwie gucken. Mache ich beim nächsten Mal vielleicht schon mal Gummi hier rüber, ein, zwei Container voll. Weil die Menge ist ja nicht gerade wenig. Ah ne, da brauchen wir nur zwei für, okay. Na ja gut, die Turbomotoren können wir ja dann notfalls von Hand herstellen, die Funksteuereinheiten auch. Dann würde ich nämlich gucken, dass wir nächste Folge, wie gesagt, unsere Kühlsysteme herstellen. Dann wird nochmal spannend. Hantieren wir mit Wasser und mit Gas. Dann müssen wir den Mixer mit 4 Eingängen befüllen. Bin ich mal gespannt, wie chaotisch das wird. Da habe ich nämlich irgendwie noch kein richtiges System für. Sieht nur ein bisschen uselig aus und ja. Und dann würde ich sagen, dann haben wir in 2 Folgen unsere MK3-Miner. Auch wenn ich dann noch ein paar Teile von Hand herstelle. Und dann können wir mit den MK3-Minern, können wir dann unsere Rohquarzquellen in Angriff nehmen. Und dann würde ich anfangen, unser Grid von da hinten bis dahin aufzuspannen. Und ich habe mir jetzt nach langem Hin und Her überlegen, echt überlegt, dass ich vielleicht doch, ja, ich sag mal so, über die Welt hinweg baue, so ein bisschen. Dass man halt wirklich größere Flächen bebauen kann, ne? Und halt dann auch hinterher gerade Strecken für den Zug und so hat. Ich glaube, das Symmetrische gefällt mir besser, als immer hier irgendwo rumhampeln zu müssen, platztechnisch begrenzt zu sein. Also klar, so Gasgeschichten und hin und her, die würde ich auf jeden Fall irgendwie unten produzieren. Weil ich mir da halt einfach denke, die, sag ich mal, irgendwie 5 bis 10 Pumpen nach oben zu befördern, so viel Strom will ich nicht produzieren. Aber ich glaube, dass wir dann anfangen, so ein paar größere Produktionen einfach höher zu legen. Weiß nicht, ob man dann irgendwie hingeht und hier oben einfach alles zubaut. Wobei das wäre hier so ein Produktionspunkt, den wir unten lassen würden. Ja, ich weiß noch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, Zugstrecken und alles würde ich schwebend verlegen. Ich glaube, das ist auf Dauer einfacher. Oder ich muss mal gucken, dass es irgendwo so Wege gibt, dass wir halt halb hoch irgendwie durchkommen, dass man das so ein bisschen brückenartig bauen kann, dass man ab und an mal einen Pfeiler zwischensetzt. Aber da soll sich die Lok in der Zukunft, also Zukunft die Lok drum kümmern, ne? Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.